Schabakure, diese Map Christmas Kalender, und hier ist der Igor beim 3-1-Sprung mit goldenen Äpfeln in der Hand. Der Tune Bart schon geschafft. Ja! Wow. Aber jetzt. Jetzt. Hier ist es gemacht, so, oder? So. Ja, auf der anderen Seite, aber egal. Auf geht's, Igor, auf geht's! Hä? Du musst rechtzeitig ab. Hier muss man rein. Nein! Nein! Aloha! Ich darf alles wieder von vorne machen, von vorne machen, von vorne machen, vom Checkpoint aus machen. Hä? Wie weit renne ich eigentlich zurück? Ach so, ich muss so weit zurück. Fuck. Konzentration. Mensch, schon so oft bap sagst, dann gibt's hier gleich mal. Rein zum Sprung. Power. Yay, die Hühner haben dich. Ich box dich jetzt immer bei den 3-1-Sprüngen, dass du schön hinkommst. Ja, klar. Von unten box ich dich. Nein. Hier ist immer noch Big Party. Oh yeah. Wenn du das machst, weißt du, was dir bevorsteht? Was? Wenn du boxst, weißt du, was dir bevorsteht, gell? Ja, ja. Ganz von vorne. So, jetzt bitte. Miete. Nein. Ich bin ein Fehler, kleiner, perfekter Fehler. Hä? Yay, danke, du hast mir Essen geschenkt. What? Danke. Ich hab dir kein Essen geschenkt. Ich lag auf dem Boden. Okay. Nämlich ein rohes Hühnchen. Hier. Kannst du es noch schnell verbrennen, bitte? Bukala, bukala. Oh, ich sehe ja nichts. Das ist voll. Das ist sowas von fies, wenn die alle darunter flattern. Weil da so eine schöne Wand ist aus Hühnern. Junge, ich kotze gleich. Junge, das kann doch nicht sogar besser. Ja, was heißt denn sogar? Oh, der König steht an seinem Platz. Oh, lieber König. Du Arsch! Du hast mich vergiftet. Ich bin vergiftet, wegen dir. Hier ist aber unser König. Er wacht über das ganze Reich. Ey, König, schau her. Nein, die Piste ist so schnell wieder weggegangen, dass ich gar nicht hier. Hallo! Hallo, King! Willst du nun? Nein, will er nicht. Jetzt ist er nach unten gegangen. Willst du eine Frau? Oh, gleich ein Königskind gemacht. Ja, süß! Und sie kümmert sich schon drum. Das ist schön. Da geht's gut. Noch ein Kind? Ja! Nein! Das ist nur der zweite Sohn, der wird nie König werden. Ups. Oh, hier liegen schon Eier auf dem Boden und was weiß ich alles. Nein! Ich bin da ausgerutscht, wie du schon gesagt hast, dass du manchmal ausrutscht. Ah, der König ist noch da! Aber sein Sohn ist auch noch da. Aber seine Frau ist weg. YOLO-Style. So. Oh. Wir überlegen auch schon immer, ob wir, also was für neue Projekte wir euch anbieten können.
Dabei wäre es sehr hilfreich, wenn ihr in die Kommentare mal schreiben würdet, was euch so interessiert, woran ihr Spaß habt, was ihr findet, dass wir gut oder schlecht machen. Und es würde uns freuen und auch jeder Like und jedes Abo freut uns natürlich wahnsinnig. Und wir haben auch schon viele Gedanken zu einem neuen Projekt. Ich kann mal so viel verraten, ich weiß nicht, vielleicht ist auch schon die erste Folge draußen, wenn diese Folge hier erscheint. Auf alle Fälle kann ich, glaube ich, verraten, dass es etwas mit PvP zu tun haben wird. Genau. Und zwar Neues. Etwas Neues. Genau, aber mehr Informationen werdet ihr dann in der Folge selbst sehen. Also, wenn wir das erste Mal diese Modi spielen. Ich freue mich schon drauf. Jo, das ist echt wird was auf Schönes. Jeden Fall geil. Lasst euch überraschen. Wir haben uns viel Gedanken drüber gemacht. Es war echt nicht leicht, das Ganze zu bauen. Wir haben es nämlich selber gebaut und uns selber ausgedacht. Ich glaube nicht, dass es dieses Spiel schon gibt. Ja. Jo. Mehr gibt's dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Genau, was ich vorher auch noch sagen wollte, wo du gesagt hast, dass uns natürlich Abo und Likes freuen auch. Und ich weiß nicht, vielleicht, wenn man das noch nie selber ausprobiert hat, so selber Videos zu drehen, YouTuber ein bisschen zu sein, wir haben uns halt extra einen Gamer-PC angeschafft, deswegen, wir haben uns echt viel Arbeit schon, sehr viel Arbeit reingesteckt und man freut sich halt einfach, wenn man dann ein bisschen Feedback kriegt und auch sieht, dass die Leute das zumindest anschauen und ja, und das motiviert uns eben dann auch weiterzumachen hier. Genau, und wie ich gerade erwähnt habe, ist es natürlich sehr wichtig, dass man eben Kommentare schreibt, ob es euch gefällt oder nicht. Und wir stecken natürlich echt viel Arbeit rein. Es ist ja nicht nur das Aufnehmen, wir überlegen, was wir machen können, was wir Neues machen können. Wir schauen an, wer was, welches Video wie oft anschaut. Und werten dies auch alles aus, um möglichst euren Geschmack auch zu treffen und um das einfach ein bisschen zu erleichtern und uns ein bisschen Arbeit zu ersparen, wäre sehr nett von euch, wenn ihr einfach in die Kommentare schreibt, was ihr wollt. Und Igor ist wieder beim letzten Sprung. Aloha! Gadalalala. Bam, bam, bam. Ich setze mich schon mal hierher in die Zuschauertribüne. Oh, oh. Nein! Ich probier's auch nochmal. Oh, Parky, Parky, Sharky, Wonky. Oh, hier liegen so viele scheiß Items rum. Ja, geht doch. Ich hab ihn geschafft, den Sprung. Ja, ein Creative. Ja, aber ohne Creative zu nutzen. Wie? Mit Sprinten über die Druckplatte und dann. Jo. Übrigens, den Tipp habe ich dir gegeben, gell? Hallo. Ich will das noch schaffen. Wie lange geht denn die Folge circa noch? Ja, noch. Ich weiß nicht. Kommt drauf an, wie wir machen das auch nicht immer genau gleich, weil wir halt suchen. Wir wollen halt möglichst gute enden. Das letzte war jetzt nicht ganz so praktisch, aber irgendwann muss man halt doch mal einen Cut machen. Aber dieses Mal versuchen wir, dass du das einfach schaffst und dann endet die Folge, würde ich sagen. Das kann noch lange dauern. Also entweder es wird eine relativ kurze Folge, wenn du es jetzt schaffst, oder es wird eine sehr, sehr lange Folge, wenn du es ja, jetzt nicht. Ja, genau. Ich habe 3 Eier, werf sie hin und natürlich spawnen gleich mal 3 Hühnchen. Trollalala. Auf alle Fälle kann das jetzt auch eine sehr lange Folge werden. Aber ich finde, wir sollten in dieser Folge wirklich dieses Level abschließen. Nicht so wie bei der Lava, so viele Folgen davon oder auch vom letzten Level. Sondern wir haben uns vorgenommen, euch viel Content zu bieten. Und wen es jetzt wirklich nicht mehr interessiert, halt, der kann ja ein bisschen vorspulen. Ja, oder auch einfach zum nächsten Video dann switchen, wenn ja, das schon draußen ist. Genau, und er wird nicht genervt von 5 Videos vom gleichen Level. Jo, kann ich aber vielleicht auch manchmal verstehen, wenn man das nicht jetzt jeden Versuch einfach inspizieren möchte, den jeder Spieler hier von sich gibt. Ja, natürlich, ihr
ich verstehe es auch, wenn man das gar nicht mag, was wir hier machen, aber dann soll man halt bitte die Kommentare schreiben, was man denn will. Weil wir haben echt viel Geld, sehr viel Geld investiert für dieses Hobby. Und wir möchten halt auch, dass es dann ankommt. Genau. Deswegen schreibt in die Kommentare, liked, abonniert und sagt, was euch gefällt und was nicht. Das würde uns sehr freuen. Genau, das wäre es. Wir sind wirklich für Kritik richtig offen. Wir freuen uns drüber. Wir sagen nicht, keinem gefällt's, ist ja scheiße, sondern wir freuen uns drüber. Dann sehen wir, dass es so falsch ist und dann versuchen wir es anders zu machen. Genau, wir werden es nicht aufgeben, sondern immer neue innovative Sachen rausbringen. Genau, und wenn ihr sagt, ja, ihr mögt einfach nur Survival Games oder PvP oder so und sowas Jump'n'Run-mäßiges gar nicht, dann schaut es einfach nicht an und ihr könnt es auch gerne schreiben, dass das euch nicht so gefällt, weil dann sehen wir das auch und dann wissen wir, dass wir vielleicht mehr Videos von PvP, Survival Games, was weiß ich, sowas machen sollen. Genau. So. So, jetzt. Last Sprung, but not least. Bei der Party. Nein! Was ist da los? Was ist da los? Wieso? Wieso darf ich das nicht? Ich muss mich konzentrieren. Aber ich kann mich nicht konzentrieren. Boah, was sind das für Sounds die ganze Zeit? Sind das die blöden NPCs? Ja. Hä? Lol, was ist... Hä? Steht da ein NPC auf den Druckplatten oder wieso? Sind die Pistons durchgängig ausgefahren? Nee, ein Hühnchen. Ein Hühnchen? Oh, der König hat seine Position wieder eingenommen. Aber er stellt sich nach unten. Das heißt, er will auch mit seinen anderen Leuten sprechen. Und er nickt mir dauernd zu. Was ist das für ein Zeichen? Dass du der Nachfolger wirst. Oh. Spaß. Dafür danke ich dir. Spaß beiseite. La 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 la. Ein Hühnchen. Ein Hühnchen. Nein. Boah. Nein! Spring, ich geb den Tipp, spring vom ersten gleich zum zweiten. Vom zweiten gleich zu dem Zielsprung. Von der zweiten. Das mache ich doch immer. Nein, vorher bist du auf dem dritten auch. Nein. Nie. Kein einziges Mal. Vielleicht hast du dich verguckt. In den König. So, jetzt aber nochmal. Same. König ist back. Mann, kannst du es mal reparieren? Die Pistons fahren sofort wieder ein. War bei mir auch oft. Mensch, Meier. Naja, wir haben natürlich nichts dagegen gegen längere Folgen. Dürft ihr auch mal was sagen in den Kommentaren, ob ihr lieber längere Folgen haben wollt oder nicht so lange. Ja, wir gehen da gerne drauf ein. Jo. Lo. Man kann es natürlich nicht immer jedem recht machen, aber wir wollen es halt möglichst vielen recht machen. Hier nicht. Nice. F5 Mode Jump'n'Run, oh Gott. Drei Einzelsprung in F5 Mode. Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Power, den muss ich jetzt schaffen. Wenn du das schaffst, dann ist es reines Anfängerglück. Nein, Spaß. Spaß beiseite. Komm, jetzt 3-1. Nein! YOLO!
YOLO-Style. Swag. Oh, ich habe ihn geschafft, aber bin drüber gelaufen. Wen denn? Ein 3-1er-Sprung. Mit der 5? Ja. GZ Tomato. Und schon wieder ein. Wow! Den ganzen Rest vom Shop. Jetzt kommt noch den Glowstone-Sprung. Nein, den habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich glaube, ich spiele es auch in der 5, ey. Wenn es so viel besser geht. Nein, jetzt schaff's lieber mal. Ja, ich versuch's, ja. Ich will weitermachen. Ich kann mich bloß nicht durchgängig konzentrieren, das... Und dann muss ich mich aufregen über so eine Scheißpissen, die nicht funktioniert. Party, Party in the house. Ich mach Party in der Luft. Ich mach Party in der Luft. Du Affe, du. Wo spring ich hin? Party, Party. Ja. Oh. Nein! Die Pisten fährt die ganze Zeit früher ein. Wo ist die Party, Party, Party? Hier mach mal so eine Glock rein hier. Bei der Pisten. Die Party, Party, los, hier ist die Party, los. Party, 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 los, hier ist die Party, los. Party, 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 los. Wow. So, jetzt aber bitte mal nicht der scheiß Pistenbug. Wieso nur? Wieso zieht sich die Pisten immer so früh ein? Das kann nicht sein. Das ist nicht der gute. Denn das ist eine Backe. Und ja, ich spreche Deutsche sehr gute mittlerweile. Und ich habe es nicht geschafft, hier diesen Job zu bewältigen. Da hilft nur ein Mittel, und zwar... Konzentrationi! Bum, bum, bum. Jetzt schauen wir dir mal, wie das geht. Was war das? Komisch. Warst du das? Nein. Irgendwas hat mich gehittet. Oh, ich hab wirklich. Ich hab dich nicht gehittet. Höchstens warst du eine scheiß Fledermaus. Oh. Wie gesagt, scheinbar wird's eine bisschen längere Folge. Ich hoffe, es macht euch nichts aus. Nur uns macht was aus, weil das Rennen und das Hochladen und alles blablablab dauert so viel länger und es dauert eh schon so lang und man muss echt viel Zeit investieren. Jo, und wer das nicht gemacht hat, der kann sich das glaube ich gar nicht vorstellen. Weil es ist halt auch immer wieder, muss und man auch sich auch. Die, die es nicht professionell gemacht haben, sondern nur so pipi pupi. Jena! Yay! Falsch an. Jo, ich spring so hoch, weißt. Hier ist immer wieder ein Gegend. Hier geht's richtig ab. Hier ist das Partyloch. Party, 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 Loch. Jetzt bitte. Du schaffst es immer von der Seite, oder? Von welcher Seite? Oder man macht so. Das ist, glaube ich, fast bessere Taktik, oder? Wie ich gesagt habe. So. Ja, habe ich ja vorher gesagt. Aber da fährt er so schnell. Ich glaube nicht, dass man schnell genug ist. So, ich habe es nur anders geschafft und das schon zweimal. Nein! Der NPC war schuld hier. Der hier. Gibt es jetzt einen kleinen Checkpoint irgendwie? Ich glaube nicht. Such mal nach Checkpoints. Irgendwie kommt es mir vor, als wären hier ganz schön viele NPCs und Ozelots und Hühner. Die auch? Also, ich werde mir jetzt mal ein Snices holen.
Was heißt Sattel auf Englisch? Sattel. Was weiß ich? Hm? Bin kein so Englisch-Professor. Nö, hast nicht. Ja, dann sucht einfach bei, was weiß ich. Jetzt gehen wir mal kurz wieder in First Person. Fürst Pearson, jo. Brauch einen Sattel, um aufzusteigen. Hab wirklich keine Ahnung, wie das Sattel drin ist. Vielleicht mit Decoration oder so. Oh nein, ich verkack's schon wieder hier. Decoration Sets. Ich weiß, es braucht nicht. Nein, wahrscheinlich sogar nicht bei Decoration. Vielleicht Werkzeuge, was? Nein, Werkzeuge auch nicht. Such alles durch! Und ihr könntet live dabei sein, wie Juniper das ganze Creative Inventar anschaut und den Sattelspur. Muss man halt auch mal machen. Also wenn Juniper das nicht bis zum Ende der Folge schafft. Ich werde es nicht schaffen, weil ich keine Ahnung habe, was ist. Dann muss es ihm bitte jemand in die Kommentare schreiben. Ah, ich hab's. Nein, YOLO! Das macht gar nicht. Game Mode 0. Was denn? Das Pferd mag nicht. Du Arme. Das mag halt nicht. Auch keine Pferde. Was hat das Pferd? Wow! Hallo, Pferd. Kurz aus dem Village und mal ein bisschen rausgehen. Würde ich auch gern. So, mein Pferdchen, jetzt komm mal hier. Nein! Jetzt reite ich auf dir. Wieso funktioniert das nicht? Stimmt, ich mach's. Stimmt, Pferde Jump'n'Run. Könnte man auch mal machen. Mann, es wirft mich dauernd ab. Jetzt mag's mich. Ey, das hat zwei ganz schön viele Leben. Wie kann ich da wieder abspringen? Schick. Schick. Bam, bam. Bam. Und hoppale, hoppale. Oh yeah. Oh yeah, bitch. Alle sind leise. Everyone is leise. Silent. Pferd braucht jetzt. Wow, es war sauknapp. So, jetzt bitte. Nein! Ich weiß nicht, wie viele Versuche ich immer noch brauche, immer noch brauch. Ich will es doch noch in der Folge schaffen. Bitte, bitte, nicht schief. Da kommt das Pferd nicht durch. Wow. Genau, ich wollte eigentlich noch ein eigenes Solo-Projekt starten. Das wäre gewesen bei Solo-PvP 1000 Punkte, aber Problem, LP mit Kev-Server, den gibt's nicht mehr. Kev hat auch da ein Video dazu gemacht und so, aber ich find's ein bisschen schade, aber ja, könnt ihr euch selber anschauen. Sind schon Gründe, die natürlich für ihn sprechen, für seine Entscheidung, den Server down zu legen. Aber dennoch ist es ja schade und ihr könnt bekommt daher nicht so schnell Solo PvP Action, wie ihr bekommen hättet. Ja. Oder wird das eine lange Folge? Ich sehe schon kommen. Ja. Ich glaube, wir sind schon bei knappen 30 Minuten. Was? Echt? Oh, nur weil ich's nicht... Nein!
Dann springe ich nicht ab. Dann springe ich nicht ab. Oh, da kommt das Pferd geritten von mir. Neben dir. Was ist da los? Ah. Versuch mal das Jump'n'Run mit Pferd. Geht nicht, weil es nicht oben ist. Was kann springen? Ja, aber nicht so hoch. Es ist ja nicht von oben aus. Ach so. Dann holst du nach oben. Mit einer Portal kommt. Oh. So. Ja, 3 Meter Sprung geschafft. Nein, und den. Dann verkacke ich den Sprung danach. Was hast du zu sagen, Juniper? Ich reite gerade ein Pferd. Ein Pferd. Ich bin so ein Fehler. Lol, wie hoch kommt das Pferd eigentlich raus? Relativ hoch. 2 Löffel, ne? Jo. Mindestens. Ich glaube, manche so. Ne, ich weiß nicht, ob manche 3 schaffen. Nein! Ja. Wie geht's beim Jump'n'Run? Erzähl von dir. Richtig schlecht. Von deinen Erfolgen. Erzähl von deinen Erfolgen. Ich bin leider super Party. So, das waren meine Erfolge. Boah. So, jetzt bitte, nicht schief. Alter, ich hätte gern einfach für jeden Sprung so ein Checkpoint, aber dann wäre es auch langweilig. Ja, das stimmt. Yes, ich war oben und bin wieder unten. Weißt du, wo ich bin? Beim ja, letzten. Ich sehe dich. Meinst du, ich schaff's? Nein. Scheiß. Mach's nicht so, mach's im Lauf. Ja, ich versuch's. Mach halt von hinten einfach. Was? Von hinten? Von hier? Warte, ich zeig's dir mal. Ich weiß zwar nicht, ob ich schaffe, aber so hab's nicht. Okay, zeig mal. Mach so von der Seite. Ah, okay, so. Wenn so funktioniert. Ich hab von hier oder so. Ah, Mist, jetzt habe ich die Druckplatte nicht. Man muss sie halt ganz leicht und dann sofort abspringen. Nein, so funktioniert das nicht. Ha! Das schaffst du. Mach's nochmal. Oder warte, probier's mal, wenn du länger auf eine Druckplatte schaust. Ja, dann geh mal hier weg. Ja. Oh. Nein! Du bist so ein Newbie. Schlag mich doch, du Großkopf. Und wir schlagen wahrscheinlich nochmal bis zu 10 Minuten drauf. Das wird ja fast eine Dreiviertelstunde hier, diese Folge. Das ist ja der Wahnsinn. Da muss ich gleich mal einen Schluck trinken. Extra lange. Ich glaube, das hilft. Schluck trinken. Bis gleich. Schluck trinken. Bis gleich. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich während Aufnahme einen Schluck trinke, aber trinken geht. Ah, tu das gut. Das tut vielleicht gut. Es ist ja endlich der lang ersehnte Nachfolger von Plants vs. Zombie draußen. Jetzt ist die Frage an die Community, von mir an euch, an die Community. Interessiert euch das Spiel? Spielt ihr selber das Spiel und wollt ihr eventuell Guides und Walkthroughs sehen? Schreibt es bitte in die Kommentare und schaut weiterhin unsere Videos. Es ist noch nicht Ende. Nein, wir bieten hier viel Action mit dem Igor. So, erzähl mal, wie geht's bei dir?
Ich bin gerade wieder runtergefallen. Lolo, Lolo. YOLO wollte ich sagen und sag Lolo. Null. So, jetzt sind ja auch bald die Wahlen. Vielleicht ist die Wahl auch schon vorbei, wenn ihr diese Folge hört. Ja, zur Auswahl stehen Frau Merkel und Peer Steinbrück. Herr Steinbrück. Steinbrück. Andrea Peinbrück. Nun kam ja zum Vorschein, dass Herr Steinbrück erpresst wurde. Das ist sehr schade, sowas zu hören. Er wurde erpresst, irgendwie, dass halt was erzählt wird, dass er. Also es wird öffentlich gemacht, dass er angeblich eine illegale Putzfrau beschäftigt hatte. Was interessiert das, wen illegale Putzfrau? Aber es wird ihm halt vorgeworfen. Und er hat es aber jetzt öffentlich gemacht und eben gemeldet der Polizei, weil er eben damit erpresst wurde. Und er wirft diesen das aber zurück und sagt eben, nein, er hat nie so eine Putzfrau beschäftigt. Und ja, das sowas beeinflusst natürlich den Wahlkampf. Für manche macht es ihn sympathischer, dass er halt das meldet. Und ja, man weiß ja nie, vielleicht ging das auch von Merkel aus. Ich will da jetzt keine Vorwürfe machen, aber hin und wieder gibt es halt solche Sachen. Ja, und sonst, was soll man sagen? Wer hat das TV-Duell gesehen, der weiß eh eigentlich alles. Und das hoffentlich haben einige von euch angeschaut, denn Politik sollte auch in der Jugend eine kleine, aber feine Rolle spielen. Man sollte sich auskennen. Das gehört einfach zum Allgemeinwissen. Ich verkack's nur noch. Ich schaff nicht mal mehr bis zum Obsidian zu kommen. Erst ich bin bei Obsidian. Mr. Trinker. Hör ich richtig, dass du gerade was trinkst? Oder nee, ich hab nur die Flasche zugeschraubt. Oh, und diese scheiß Pisten verbuggt sich immer und geht gleich wieder zurück. Sag mir die beste Taktik, wie ich den letzten Sprung schaffe. Die ich dir schon gesagt habe. Bist du wieder bei dem letzten Sprung? Nein. Fast. Nein. Beim ersten wohlgemerkt. Oh Mann, waren wir hier. Und ich habe ihn nicht geschafft. Wir wollen doch bitte nicht eine Stunde Folge haben. Manche vielleicht schon. Jetzt konzentrier dich mal, so schwer ist das jetzt echt nicht hier. Habe ich mich gefreut, dass wir es einmal schneller schaffen und dann unser Profi. Unser Profi schafft nicht. Unser Profi schafft nicht. Mein Headset rutscht gerade so, ich muss das mal besser aufsetzen. Moment. So, jetzt sitzt wieder alles Hey! Nee, wieder gleich das Obsidian her. Welches Obsidian? Das da war. Da war keins. Doch. Nein, das war Wool, Black Wool. Das gleiche. Gib her. So, wir gehen wieder einmal zur Party. Einmal alle durch. Hier sind wir im Puff angekommen. Wohlgemerkt im Puff angekommen. Oh, da hinten ist auch der König natürlich drin, der muss auch puffen. Nein! Was ist da los heute? Ich reite mit dem Pferd zurück. Lol, ich drück die Druckplatte, ohne dass ich auf den Blöcken gehe. Also auf den normalen. Lol. Perfekt. Ja, wenn man fliegt, dann ist das auch. Ja, man muss es perfekt einstellen. Ja, man muss halt relativ tief sein. Na, dass man die Druckplatte trifft, aber den Block nicht, das ist schwierig. Einfach zwei Blöcke höher irgendeinen Block suchen. Und wo, jetzt geht er mal runter. Danke. Oh. So, jetzt mach das Ding hier mal. Boah!
da macht er sich den 3-1-Sprung weg. Hacke, zack, habt ihr sowas schon mal gesehen? Wenn mir jemand aus Creative einen Block gibt, da sage ich nicht nein. Hier nochmal bitte. Danke. Jetzt. Ja, ja, endlich. Ey, ich hab's geschafft und die Folge, die kürzeste Folge seit langem. Und du hast dir schon goldene Äpfel gemacht. Ja, nur die Hälfte. Ich bin im Bett, komm mit ins Bett. Ja, ich clean noch schnell das. Und nicht. Oh, bin ich fertig, ich sag's euch. So eine Konzentrationsschwierigkeit. Ja, immerhin haben wir es jetzt geschafft. Und ich gehe noch kurz ins Bett. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gute Nacht.